blub, 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 blub. Und dann zeige ich euch den Narwal, auch eine Origami-Figur. Der hat einen spitzen Stoßzahn und ist ein Bewohner der Arktis und gehört zu den Walen. Und den kann man auch als Origami umsetzen. Thank you.
Jetzt habt ihr euren ganz persönlichen Wal zu Hause. Mit Kindern könnt ihr das auch machen, allerdings ist es für sie sehr knifflig, vor allem hier vorne diesen Schwertzahn nachzuformen, weil das für kleine Hände doch schwierig ist. Aber mit Unterstützung von Mama und Papa wird das schon klappen.